Blicken wir als allererstes einmal auf die Luftverteidigung. Auf der einen Seite geht es da natürlich um Systeme wie Patriot und Iris-T, die schon geliefert worden sind und Nachschübe in der Munition brauchen. Auf der anderen Seite immer lauter die Frage nach Kampfjets. Erst gab es ja klare Absagen, jetzt doch die ersten Lieferungen, zumindest von MiG-29. Denken Sie, da könnte jetzt Bewegung reinkommen, auch was noch modernere Jets angeht? Ja, wenn wir von Luftverteidigung sprechen, sprechen wir den Einsatz von Defensive Counter Air. Das ist natürlich Patriot und Iris-T. Und dann sprechen wir natürlich auch von Offensive Counter Air. Und das sind Jets und natürlich Jets, die Close Air Combat Air Patrol fliegen, aber auch eben in die Tiefe wirken können. Also wird es wahrscheinlich um moderne Kampfjets gehen heute, neben Munition und gepanzerter Plattform. Aber welche Möglichkeiten gibt es da? Gibt es überhaupt Kampfjets, die jetzt schnell geliefert werden können? Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Die MiG-29 waren deshalb ja jetzt doch einfacher, weil sie aus sowjetischer Bauart kamen und dementsprechend schon einigermaßen bekannt dort sind. Ja, hochmoderne Jets wirklich effektiv, also Combat Ready, wie wir sagen, fliegen zu können, das bedarf wirklich einer sehr längeren Ausbildung und komplexen Ausbildung. Wir haben gezeigt, dass im Bereich der Ausbildung der Panzertruppen das zu beschleunigen ist. Aber bei Kampfjets, die sich gegen russische Luftverteidigung oder gegen russische Flugzeuge wehren müssen, das ist eine sehr komplexe Ausbildung. Und je komplexer das und moderner das Waffensystem des Westens, desto schwieriger wird es auch. Es gäbe eine Alternative, indem man an Maschinen wie die MiG-29 möglicherweise neue und moderne Lenkwaffen anbauen kann. Das würde möglicherweise auch geschehen können.